Herzlich willkommen, verehrte Herrschaften, am Martin-Novak-Neumann-Haus. Martin Neumann, Sohn eines Deutschen und einer Sorbin, hat, als er von seinem halbsorbischen Ursprung erfuhr, den Namen Neumann in Novak übernommen und nannte sich fortan Martin Novak Neumann und ist als einer der bekanntesten sorbischen Künstler in die Geschichte des sorbischen Volkes eingegangen. Wir wollen euch auf dieses Haus ein bisschen neugierig machen. Seid gegrüßt, verehrte Damen und edle Herren. Wir sind jetzt also im Martin-Novak-Neumann-Haus und neben mir steht Frau Pinkau. Frau Pinkau führt in diesem Haus und es soll natürlich sein, dass sie selbst sie begrüßt. Bitte schön, Frau Pinkau. Danke. Dobrodzień, lubi hostja. Ja was witam do naszego domu, do domu Marcina Nowaka Nechanskoho. A my so weselime za hast du zu Pschindu, da kannst du mir was Wortmesslänge, was mir zu Noaka Nechanska, a nasi Ludja, Wöse, a tisch nasa Domowinska Skupina, schütze so wesela, dich, Mame. Dobre Wopetu. Ja, Frau Pinkau, und wenn Sie jetzt noch ganz lieb sind und uns einfach ganz kurz sagen, was das auf Deutsch heißt? Na, kann ich immer sagen. Ich begrüße Sie hier in dem Haus hier von Mirzinova Knechenski und wir freuen uns über Besucher und die Domowiner Gruppe. Und das ganze Dorf ist bestrebt, dass immer hier viel Besucher herkommen. Schön, vielen Dank. Verehrte Herrschaften, nach der Begrüßung in sorbischer Sprache darf ich darauf hinweisen, jetzt sind wir im Wohnzimmer gerade. Jenes Zimmer, das der Martin Neumann so belassen hat, all die Jahre, nachdem auch seine Eltern gestorben waren. Dieses Wohnzimmer hat einen bisschen individuellen Anstrich auch bekommen, dadurch, dass Emil, der Vater von Martin, hier seine Möbel verziert hat mit Zigarrenkisten oder den Resten war davon. Denn er hatte hier einen kleinen Verkaufsladen, das sehen wir hier ein bisschen individuell gestaltet. Und von hier, ich hoffe, ich habe schon neugierig genug gemacht, gehen wir einfach mal in die Küche. So wie wir sie hier sehen, ist sie nicht mehr ganz original, wohl aber das, was hier der Kochtrakt ist. Und unser Weg, vielleicht, dass ich auch nochmal hier auf das Kästchen hinweisen darf, diese individuelle Arbeit, von der ich schon sprach, also alles Hölzer von Zigarrenkisten ehedem, gehen wir einfach mal nach oben. Das ist der Wohnbereich, der so geblieben ist. Und oben sind dann Ausstellungs- und Versammlungsräume. Gucken wir es uns mal an, denn dort sind auch ein paar sehr interessante Bilder von ihm. Einige seiner Bilder tauchen immer wieder auf in Illustrationen. Und dieser weißhaarige Herr hier ist sicherlich allen bekannt, wenn ich seinen Namen nenne. Es ist Krabat, der gute Zauberer der Oberlausitz. Dieses Bild darf eigentlich nirgends fehlen, wenn von Krabat die Rede ist. Von ihm will ich jetzt nicht erzählen, das können andere anders und besser als ich, aber zumindest gezeigt möchte ich doch mal haben, dass in jedes Buch dieses Bild von Krabat natürlich auch präsentiert. Es ist seine Art der Gestaltung von Bildern. Wir sehen hier zum Beispiel, weil er viel in den slawischen Gebieten, Tschechien, Polen, Russland unterwegs war, alles so ein bisschen angehaucht. Wir sehen es ja auch an der Schrift, die das Slawische besonders betont.
Hier sind wir jetzt in der oberen Etage in den Ausstellungsräumen, die natürlich nicht nur erzählen die Geschichte von Nechern, wo er also geboren ist, gewohnt hat und dann auch gestorben ist, sondern im weitesten Sinne die Region der Lausitz, der Oberlausitz und auch ins slawische Gebiet hinein. Hier finden wir die Art der Grafik, die er genutzt hat, um das ländliche Leben darzustellen. Er war natürlich nicht der erste und schon gar nicht der einzige Künstler des sorbischen Volkes, aber seine Art, Bilder darzustellen, ist ganz prekär, ist ganz typisch geworden. Man möchte beinahe sagen, es hat kanonischen Charakter angenommen. In diesen Räumlichkeiten finden wir zum Beispiel auch Handarbeiten seiner drei Schwestern. Neben dem bekannten Bild des Krabats, das wir schon gesehen haben, ist es dieses Bild, das mir besonders ans Herz gewachsen ist. Es sind die sieben Könige. Es rankt sich eine Geschichte darum, die auf dem Berge Lubin spielt, für uns auch bekannt unter dem Namen Tromberg. Der Lubin, das kommt wahrscheinlich von Lubi, wie lieb, und bedeutet so viel wahrscheinlich wie der geliebte Berg. Warum? Als die Franken die hiesigen Wenden, die wir heute die Sorben nennen, unterjocht hatten, haben sie sich versammelt und wollten sich dieser Herrschaft entledigen. Und sie beschlossen, ungefähr vor 1000 Jahren, einen letzten Kampf gegen die Eroberer zu wagen, der leider für sie mit einer Niederlage endete. Und so erzählt man sich, dass die sieben Könige heute noch auf dem Berg Lubin, dem Tromberg, in Gräbern liegen, ihre Kronen sind mit bestattet, Kronen, die wir hier gar nicht sehen, weil sie die damals auch gar nicht hatten. Aber so geht halt die Geschichte. Und irgendwann, so ein bisschen an Barbarossa angelehnt, würden sie kommen und dem sorbischen Volk die Freiheit zurückbringen. Und wenn auch das Wohnhaus von Martin Novak-Neumann noch viel mehr zu bieten hat, für uns soll es heute genügen, denn wir hoffen, dass wir ein bisschen neugierig gemacht haben und das Haus bald auf euren Besuch, verehrte Herrschaften, rechnen kann. Hier gegenüber befindet sich das Gartenhaus und hier ist auch das Atelier des Martin Novak-Neumann unverändert zu finden. Wir gehen einfach mal hinein. Und hier haben wir es, das Atelier des Martin Novak-Neumann, unverändert, so wie er es selber erlebt, betrieben und bearbeitet hat, um es mal so zu sagen. Und ich werde mich hüten, mich auf diesen Platz zu setzen, das steht mir einfach nicht zu. Aber das Schöne daran ist, dass alles so geblieben ist. Und hier finden wir noch ein drittes Bild, das ich ganz besonders mag. Und das ist hier hinten zu sehen. Es ist die Maid. Die sorbische Maid, die den Schlangenkönig füttert. Und viele dieser Motive, unter anderem dieses hier, finden wir auch in der schönen tausendjährigen, einzigartigen Stadt Budischin in Bautzen. Und zwar am Restaurant Wielbig, das zu Deutsch sowas heißt wie kleines Gewölbe oder Gewölbchen. Und der Herr Reimann hat diese Vorlagen hier genutzt, um dort vier verschiedene Motive, die von Martin Novak-Neumann stammen, in Glas zu verewigen. Vielleicht ganz kurz gesagt zu dem Schlangenkönig. Er muss gefüttert werden, wenn er gut gesonnen bleiben soll, mit süßem Hirsebrei. Und das Einzige, womit man süßen konnte damals, das war Honig. Ja, und das Mädchen hier, wir sehen, und auch den Schlangenkönig sehen wir, sieht alles irgendwie sehr freundlich aus. Das war ein kleiner Einblick in das Geburts-, Wohn- und Sterbehaus von Martin Novak-Neumann. Und wenn wir euer Interesse wecken konnten, ihr edlen Herrschaften, und ihr jetzt den Wunsch verspürt, viel mehr zu sehen und kennenzulernen, als wir auf diesem kleinen Teil gezeigt haben, dann googelt doch einfach mal. Unter Martin Novak-Neumann-Haus findet ihr die Verbindungsdaten. Vielen Dank, dass ihr uns wieder gefolgt seid.